Ah, willkommen zurück bei Tomb Raider. Wir sind hier immer noch an derselben Stelle. Selbe Stelle, selbe Welle sozusagen. Und weiter geht's. Sieht ja auf jeden Fall gut aus hier. Da ist noch ein großer Buddha oder eine große Himiko, je nachdem. Hunderte definitiv. Hier gibt es keine Helden. Nur Überlebende. Himiko ist sehr gefährlich, Matthias. Sie ist zornig und rachsüchtig und sie hat große Macht. Eine Sterbliche für eine Königin. Ein guter Preis für die Freiheit, wie ich finde. Nicht einfach durchspringt. Funktioniert in jedem anderen Spiel auch. Wahrscheinlich in den Wind hier reinziehen. Ist klar. Wo will ich denn überhaupt hin? Da will ich wahrscheinlich hin. Probieren wir das doch einfach mal. Lara, Vorsicht! Die Mistkerle kommen in deine Richtung. Wir haben alles getan, um sie aufzuhalten. Danke, Reyes. Geh zum Boot. Wenn ich nicht zurückkomme. Wir werden nicht ohne dich fahren. Wir warten. Ah, was, 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 was? Na. Ah. Da hatte Lara keine Lust. So, nochmal.
Ja, ist eindeutig nach oben. Diesmal hat es auch Lust, sich festzuhalten. Ach, nach unten. Hier können wir mal loslassen. Aber ist doch gut, dass uns die Blitze hier ein paar Actionsprünge öffnen. Ja, nach oben. Geht doch. Oh, große Königin! Durch alle Mühsal bringe ich euch das Gefäß. Strömt hinein und klebt euch dieser menschlichen Hülle an. Strömt hinein und werdet wiedergeboren. Strömt hinein und erwachen! Da müssen wir wohl näher ran. Lol. Ja. Schießt natürlich sofort, wenn ich vorgucke. Dass die so rumkreischt. Haben wir noch irgendwo hoch? Nö. Oh, so geht's auch. Thank you.
Kommt er noch vor oder? Da. Man macht die denn schon wieder so langsam rum? Jetzt geht es natürlich auch. Schön nach oben klettern. Ah, jetzt kämpfen wir, glaube ich, gegen den Uni. Jupp, das sieht stark danach aus. Das passiert, wenn man stehen bleibt und sich nicht bewegt. Haben wir das schon mal rausgefunden? Habe ich doch gedrückt. Ah, was? Ach, keine Munition. Eieiei. Ach. Ach. Ey, ich hasse so eine Quicktime-Scheiße. Es ist ja echt zum Kotzen. Wie kann man sowas im Spiel einbauen?
Was? Ja, muss man natürlich erst lesen, was da steht. Und genau deswegen ist Quicktime Müll einfach Müll. Der Dicke hier wenigstens Munition. 7 Kugeln. So viel zu den zwei Pistolen. So wie versprochen, bringen wir dich nach Hause. Da ist Lara! Sie hat Sam! Geschafft. Ihr wird es bald besser gehen. Was ist dort passiert? Es ist vorbei. Wir können los. Okay, dann nicht viel weg von hier. Ich war so blind, so naiv. Jahrelang habe ich an meinem Vater gezweifelt, wie alle anderen. Dabei hatte er mit so vielem Recht. Ich wünschte, ich könnte ihm das jetzt sagen.
Ich war mir der Wahrheit immer so sicher. Aber nach dem, was ich gesehen habe, weiß ich nicht mehr, was ich glauben soll. Ich muss Antworten finden. Ich muss verstehen. Ja, aber erst in Rise of the Tomb Raider. Brauchen Sie was? Keine Ahnung, was Sie da durchgemacht haben, aber wenn ich Ihre Wunden und Ihren Blick sehe, will ich es auch gar nicht wissen. Naja. Wir sind bald zu Hause. Ich gehe nicht nach Hause. Ja, da wär's das gewesen. Sogar folgentechnisch gar nicht mal so schlecht. Gut, dann sind wir hier mit durch und boah, Tomb Raider kommt dann auf jeden Fall nochmal, wenn der nächste Teil für den PC da ist. Macht's gut.